Würstchen so. Jetzt essen wir mal hier ein bisschen Käse. Und Burrito. Ja, gezahlt. $47 für Kids Käsebier. Neben der Mehl, ja genau, zwei Dinger. Da seht ihr mal, Texas kommt immer mit drauf. Tipp, noch $5 Trinkgeld. So setzt sich das hier zusammen. Und der kriegt sogar noch Cookies mit drauf. Getränke sind zum Nachfüllen. Oh Gott, ich bin hier nicht richtig. Kriegt ja alles raus. Ja. Ja, sehr gut. Sehr lecker. Und die Queso ist richtig nice. Ich grüße euch. Wir haben, glaube ich, schon wieder bald einen Monat nichts gefilmt. Ich habe die Videos aus dem September und Oktober jetzt rausgezogen auf den November. Es ist noch Oktober. Wir haben noch 2 Tage bis Halloween. Zwei? Ja. Was habe ich hier hinter mir stehen? Die gute alte Karre, den Ford Expedition. Ja. Wir wollten den Ford Expedition abgeben. Jemand wollte ihn haben, wollte meinen Leasingvertrag übernehmen, damit hätte er quasi die Sache einfach nur abzahlen müssen. Ich hatte das schon einen guten Teil jetzt abgezahlt. Am letzten Tag der Rückgabe, des Rückgaberechts kam die Karre dann wieder zurück. Somit musste ich ihn wieder übernehmen. Klingt komisch, ist aber so. Für alle, die Fragen aufwerfen, ja, so ist das nun mal. Ich hätte den Vertrag, wie gesagt, nur abgegeben. Ich war nicht aus dem Vertrag raus, solange die Karre nicht 100% an den Nachfolger gegangen wäre. Jetzt wollen wir ihn verkaufen über den Dealer. Unser Dealer ist echt cool. Wir verstehen uns super mit ihm. Er hat uns ein gutes Angebot gemacht, den jetzt zu verkaufen. Jetzt gab es noch ein paar kleine Kleinigkeiten, die wir wechseln mussten. Gestern habe ich den zu einer Werkstatt gebracht. Warum? Weil es einen Teil gab, das ich jetzt nicht selber wechseln konnte. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, dadurch, dass ich so schlecht im Handwerklichen bin, also Mechanik und so. Ich habe mir mal tolle Videos angeschaut und Teile bestellt für die Klimaanlage. Pass auf, jetzt zeige ich euch was Tolles und erzähle ich euch noch was. So, jetzt kriege ich gestern von denen ein Video geschickt. Das hier ist drauf. Schaut es euch an. This is here. 1, 2, 3. Ja, yeah, it has no key. Okay, there's nothing key. Okay. Okay, so viel dazu. Sie meinten, das ist different, weil hier ein Teil dran war, das bei dem anderen nicht passt. Wenn man sich die 2 Teile jetzt anguckt, dann ist das klar, dass das nicht passt. Weil ich dem Typen gesagt habe, das da oben bleibt drin, macht das hier drin aus. Und der Penner hat mir das hier oben ausgebaut. Dass ich erfolgreich mit Mühe und Not in einer halben Stunde reingezwängt habe. Mit per Hand, weil ich den Kopf vom Imbusschlüssel halten musste und es per Hand reingedreht habe. So. Jetzt können wir nochmal los. Und können uns bei AutoZone hoffentlich einen gescheiten, jetzt werde ich hier betatscht von da hinten. Schraubschlüssel. Jetzt brauchen wir den richtigen Schraubschlüssel, damit ich diese Schrauben, 8 mm ganz normale Kackdinger, wieder reinschrauben kann. Und dann das neue dann von der Seite mich da abquäle. Ja, dafür bringt man es quasi zum Händler, zum Mechaniker hier. Der dann erstens A nicht zuhört und zweitens B dann $200 für berechnet, dass ein Teil, Achtung, von $15 auf Amazon, der Fuel Filter hat mich jetzt hier $70 hat er mich gekostet. Wow. Ja, hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte ich selber gemacht. Nun, jetzt laufen wir davor zum AutoZone und dann holen wir uns das hier. Also ihr seht, Leute, die Pechsträhne mit dem Auto will halt einfach nicht abreißen. Das Auto fährt, es ist top. Ich würde es auch selber fahren, aber es bringt mir nichts, diesen riesigen Achtsitzer nur zu benutzen, 4-mal die Woche maximal, wenn ich auf Arbeit fahre. Brauche ich nicht. Ich brauche den Platz einfach gerade nicht mehr. Wir haben nochmal so ein großes Auto. Da passt genauso viel rein. Ich kann da fast genauso viel einladen wie in den hier. Hier geht vielleicht ein bisschen mehr, wenn ich alle Sachen umlege.
aber ich hatte im anderen genauso viel Platz, selbst mit der mittleren Reihe aufgestellt. Es ist also kein Sinn dahinter, dass ich dieses Auto weiterhin behalte. Also mach mal zu. Nun. Wäre das Auto schon längst weg gewesen, ne? Spätestens durch denjenigen, der es hätte abkaufen wollen oder den Vertrag übernehmen wollen, dann wären wir jetzt schon seit einem guten Monat raus. Aber somit zahle ich jetzt halt immer weiter und immer weiter, weil der Leasingvertrag ja noch läuft. Und weiterhin hätten die Teile nicht so lange gebraucht, um herzukommen, und hätten die das jetzt mal einfach gefixt, dann wäre gestern noch zum Dealer gegangen, damit er cleanen kann, reinigen, fotografieren und dann extra verkaufen für uns. Also ja, wir haben schon geschaut für Wholesale, also hier Ausverkauf quasi mehr oder weniger, hätten wir vielleicht noch 2.000 für den bekommen. Für den Retail-Verkauf aber werden wir wahrscheinlich so zwischen 7 und 8 verkaufen können. Das wäre perfekt. Dann hätten wir alles wieder so weit rein und gut wäre. Na? So, let's go to AutoZone. So, hier gibt's alles. Hier gibt's auch, ich hätte ja auch einen K&N-Filter holen können. Ne? Ich habe meinen bestimmt bei Amazon. Aber hier gibt's auch Airfilter. Hier gibt's alles. Hier gibt's einfach alles für Autos. Riesiger Shop nur mit Autosachen. Batterien, alles mögliche. Headlights. Na cool, ne? Irgendwo mal so Headlights draufbauen. Jetzt auch noch Batterien. Na, gucken wir mal, wo die Schraubenschlüssel sind. Ja, hier auch wieder selbes Problem. Den hier brauche ich. Aber die gibt es nur im Paket. $70. Jetzt müssen wir gucken, wo wir den herbekommen. Ja, AutoZone hat ebenfalls nicht den 8mm Ratchet als Single, nur als Paket. Super. Dafür haben wir jetzt das Radio-Kit für den Crown Vic geholt. Und jetzt suchen wir noch nach dem Radio auch gleich, weil in den Crown Vic muss unbedingt ein Radio rein, jetzt endlich mal. Beim Crown Vic ist ebenfalls der Kühling, also Kühler, Ventilator hier, der Fan ist am Arsch. Das heißt, da brauche ich auch bald einen neuen. Diesen Monat, es ist wieder so ein Monat, wo halt alle Autos Geld verlangen. Jetzt haben wir schon Ölwechsel machen müssen beim Kia, Ölwechsel beim Crown Vic, neuen Keilriemen beim Crown Vic. Jetzt brauche ich noch auf jeden Fall einen Fan, weil er überhitzen ist. Jetzt muss der Expedition gerichtet werden. Da muss der verkauft werden, dann ist der hoffentlich weg. Der Kia ist soweit fit, erstmal für die nächsten Monate. So, und jetzt werden wir wahrscheinlich weiterfahren müssen zum nächsten AutoZone, der noch mein Radio in Stock hat. Und dann brauchen wir noch unbedingt diesen Ratchet. Ja, let's go. Ja, nächste Anlaufstelle, vielleicht klappt es ja hier. Ja, wenn ich lesen kann, kauf zweimal. Warte. Rausgekriegt. Ich dachte zuerst, es geht gar nicht mehr. Guck mal, wie weit der hinten rauskommt hier.